Tropfen und so weiter. Aber die sind ausgebucht, also wir haben 24 Eheschließungen heute und 6 Standesbeamte sind dort tätig. Ich kann euch anbieten, also dass ihr die einzige Eheschließung ist in Damsberg am 11.11.2011. Wir freuen uns darüber, dass wir an der Gründung eures Ehebundes mitwirken und euch somit auf einen Teil eures bedeutsamen Lebensabschnittes begleiten dürfen. Nachdem bei der Ermittlung der Ehefähigkeit durch das Standesamt in Rathstadt keine Ehehindernisse bekannt geworden sind und sie das oder ihr das auch protokolliert hat, wollen wir mit der Eheschließung beginnen. Liebes Brautpaar, die großen und vor allem bedeutsamen Festtage sichern. Und wie gewisser wird diese Ansicht, wenn ein anderer Mensch, ein Ehepartner, zum gemeinsamen Glück beitragen kann? Habt ihr euch gefunden, der euch jetzt Stütze ist und den Halt im neuen Leben gibt? Mit diesem Weggefährten wollt ihr nun eine neue Partnerschaft beginnen und aufbauen. Ihr kennt euch schon des Längeren und habt euch gut vorbereitet und nach reiflicher und ernsthafter Überlegung entschlossen, in eine eheliche Bindung einzugehen. Es ist aufrichtige und ehrliche Zuneigung zueinander, das auch gewinnt eine Ehepartnerschaft mit zunehmendem Alter immer mehr an Bedeutung. Es sprechen viele Gründe dafür, dass mit der hier anwesenden Braut, Frau Heide Maria Bayer, im Grund der Ehe einzugehen, dann antworte mit einem deutlichen Ja. Ja. Dann frage ich dich, Frau Bayer, es ist auch dein freier und fester Entschluss, mit dem hier anwesenden Bräutigam, Herrn Andreas Josef Wieser, den Bund der Ehe einzugehen, dann antworte auch du mit einem deutlichen Ja. Ja. Aufgrund eures ausgesprochenen Ja. Ja, rechts ist da wohl, da bin ich links, rechts, ja, die Hände da, die ist ja viel. Nicht gebraucht, die Salz.